Jassas, onomazome Ernst Reichel, ime oneos germanos presvis din Ellada. Meine Frau und ich sind vor einigen Tagen hier in Griechenland eingetroffen. Wir sind beide begeistert von der Herzlichkeit, mit der wir hier empfangen worden sind. Und ich glaube, dass ich meine Erkenntnis und Erfahrung in der Balkan- und Türkei-Politik hier gut anwenden kann. Ich möchte Ihnen kurz erklären, mit welcher Philosophie ich die Bundesrepublik Deutschland hier in Griechenland vertreten möchte. Wir Deutsche und Griechen, wir sind Europäer, wir sind gemeinsam in der EU. Wir haben gemeinsame kulturelle Wurzeln und gemeinsame Werte. Oder um genauer zu sein, viele unserer gemeinsamen Werte und Wurzeln kommen hier aus Griechenland. Und wir gehören zusammen, weil wir nur zusammen in einer globalisierten, instabilen Welt erfolgreich sein können. Diese Gemeinsamkeit verlangt von uns jeden Tag Solidarität, Kompromiss, Rücksichtnahme und Respekt füreinander. Griechenland hat jeden Grund, stolz auf seine Geschichte zu sein. Deutschland dagegen empfindet Scham für den Schrecken und das Leid, das es im Zweiten Weltkrieg über Europa gebracht hat. Es ist die Pflicht von uns Deutschen, dies stets in Erinnerung zu behalten. Aber gleichzeitig wollen wir dort nicht stehen bleiben. Es liegt an uns, die Zukunft und die Gegenwart besser zu gestalten. Als Freunde, als Partner. Das ist der Hintergrund, vor dem meine Kolleginnen und Kollegen an der Botschaft, deutsche und griechische Mitarbeiter und ich, ganz praktisch arbeiten wollen. Wenn es um Solidarität und Schutz gegen äußere Herausforderungen geht, wenn es darum geht, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, wenn es um den Austausch in Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung geht oder um persönliche Bindungen über Grenzen hinweg, wenn es darum geht, den Herausforderungen der Flüchtlingskrise und deren Ursachen wirksam und human zu begegnen. Und nicht zuletzt, wir unterstützen Deutsche, die hierher kommen, um dieses großartige Land kennenzulernen. Im letzten Jahr waren es rund 4 Millionen.